Die Karibik. Natürlich all-inclusive in einer traumhaften Hotelanlage. Rundum sorglos. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich unschlagbar. Aber was gibt's hier noch alles zu entdecken? Und vor allem, was soll ich noch erleben außerhalb der Hotelanlage? Ich will viel von der Umgebung sehen und suche nach den entsprechenden Angeboten. Scheint so, als hätte die Dominikanische Republik sehr, sehr viel mehr als nur so einen kleinen Beach zu bieten. Ausflüge, die angeboten werden, andere Strände, ein bisschen Sehenswürdigkeiten, einfach Karibik-Feeling. Ein bisschen mehr Karibik-Feeling als nur in der Pauschale. Das muss doch gehen, oder? Angeblich gibt es hier Anbieter, die bei den Ausflugsangeboten flunkern. Viele in meiner Generation können sich noch an einen unvergesslichen Werbespot erinnern. Bacardi Feeling, gedreht an einem weltberühmten Traumstrand. Und genau da will ich hin. Das ist mir viel Geld wert. Sensationell. Billiger Trip war das jetzt nicht, aber es ist original, Bacardi Island. Ich habe 200 Euro bezahlt, inklusive Transfer, morgen um 11. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich ein Gefühl. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass das gerade eben das nicht so korrekt war. Früh am nächsten Morgen geht es los. Wir freuen uns auf das echte Bacardi-Feeling. Schwimmwesten sind Pflicht. Und wie versprochen wartet das Boot auf uns, das uns 4 zu Bacardi Island bringen soll. Für 200 Euro hätte ich es mir aber größer vorgestellt. Oh, hi, wie heißt du? Auch Pedro? Okay, gut. Auf geht's zu Bacardi Island. Das ist der Ort, wo man natürlich gewesen sein muss. Aber die Landschaft hier ähnelt dem ein bisschen, aber das ist es eben noch nicht, das große Ding, das kommt gleich. Eine Fahrt durchs Karibische Meer hat durchaus ihre Reize, wenn nicht der Wellengang kontinuierlich zunehmen würde. Es ist eine lange Fahrt, darauf müssen wir uns einstellen. Es ist auch jetzt hier kein flaches Süßwasser, sondern die Karibik kann auch mal ein bisschen rough werden. Das nimmt man nicht alles im Kauf, ne? Eine halbe Stunde schon fahren wir an der Küste entlang. Langsam fragen wir uns, welches Ausflugsziel unser Kapitän wirklich ansteuert. Doch er scheint sich seiner Sache sicher zu sein. Pedro, wie heißt die Insel da vorne? Das? Das sind nur Felsen. Ah, Felsen. Pedra. Ah, das sind jetzt hier quasi nur vorgelagerte Felsen, die aber natürlich auch ein Naturschauspiel sind, aber weit entfernt von einem Island. Weit und breit keine Bacardi-Insel. Das ist sie jedenfalls nicht. Trotzdem frage ich mal nach. Okay, ist das der Bacardi-Strand? Naja. Okay, super. Okay, sehr gut, dann los. Auf geht's, Pedro. Super, vamos. Vamos, Pedro. Also, das ist natürlich schön und gibt sich auch alle Mühe hier, aber jetzt wollen wir Butter bei die Fische sehen. Beziehungsweise ein echtes Bacardi-Island betreten. Und das echte Bacardi-Island. Und darum geht's ja. Die weiße Strände und kleine Tüpfelchen da mitten in diesem hellblauen Wasser. Endlich taucht eine etwas größere Insel auf. Ich möchte mich vergewissern und suche im Internet ein Foto von Bacardi Island. Also so sieht Bacardi Island aus. Das ist ganz klar. Und so ist das, was jetzt hier gerade vor mir liegt. Aber Leute, das ist doch nicht Bacardi Island. Schon wissen, wo er uns hinbringt. Vielleicht sieht es ja von der Seite auch nicht so aus wie im Fernsehen. Ne? Schauen wir mal. Angekommen. Endlich wieder Boden unter den Füßen. Gracias. Danke, vielen Dank. Gracias. So. Alles gut? Ist das hier Bacardi Island? Ja, ja. Ist es, oder? Begantin. Bitte? Begantin. Begantin. Begantin ist das der Name vom normalen Bacardi Island jetzt. Deutsch, oder? Ja, ja. Gut. Super. Muy bien. So. Ah, ein kaltes Bier auf Bacardi. Ja, später. Ach. Mal bitte. Das ist mit dem Marihuana jedes Mal. Ich sehe mich erst einmal um und bin gespannt, welchem Schwindel ich hier aufgesessen bin.
das ist jetzt nicht exakt weißer Sandstrand. Und ich dachte, das wäre auch viel kleiner, dieses Bacardi Island. Die nicken zwar immer eifrig, wenn man Bacardi Island sagt, aber ich glaube, wir sind ganz woanders. Nee, ich bin nicht der Erste. Schau mal hier. Von wegen. Also das sieht ja mindestens nach der Reste von einer Party aus hier. Und das zieht sich am ganzen Strand lang. Von da bis dort hinten liegt hier eigentlich nur Müll rum. Plastikmüll, Flaschen, Teller. Also das könnte so Ausflüglermüll sein, aber ich vermute, dass das hier gar kein Ausflüglerstrand ist und auch nicht Bacardi Island. Ich dachte auch, dass Bacardi Island einmal ein bisschen besser aufgeräumt ist. Hier das ganze Schwemmholz, das macht man ja auch mal weg, wenn Touristen kommen. Also gebucht war Bacardi Island und bezahlt auch. Aber jetzt finde ich mich hier wieder an einem verdreckten, vermüllten Strand, wo sich schon lange kein Tourist mehr wohlgefühlt hat. Hm. Jetzt will ich genauer wissen, was hier eigentlich abläuft. So, Pedro, alle sagen immer Bacardi Island, Bacardi Island, ja? Ja, das ist Bacardi Island, das war 4 Kilometer. Ach so. Ja, die kleine Puerto Plata, das ist Santiago. Ach, okay, also noch viel weiter weg. Ja. Aber wie heißt deine Insel hier? Begantin. Begantin. Also, irgendeiner hat mir einfach diese kleine Kuttertour hier als eine Fahrt nach Bacardi Island verkauft. Aber dafür, glaube ich, kann weder er was, noch der Pedro, der da drüben gerade so ein bisschen Nickerchen macht. Guter Preis. 300. 300. Das machen wir jetzt so. Die Getränke waren hier auch nicht drin. Auch das wurde uns versprochen. Nur eine kleine Nebenbemerkung, aber es sind in der Tat noch mal 10 Euro drauf, die hier an ihn gehen, an Euklides, der hier offenbar, ehrlich gesagt, ein ziemlich ärmliches Leben fristet auf seinem kleinen Beach. Auf geht's. Von Bacardi Island sind wir weit entfernt. Und der Reinfall war mit umgerechnet 200 Euro unverschämt teuer. Also schöne Ecken gibt es viele. Bacardi Island, wer es wirklich original braucht, nur ein einziges Mal hier. Und das liegt, ich habe gerade mal nachgeguckt, rund 80 Kilometer weiter östlich von dem Ort, von dem wir gerade wieder ablegen. Trotzdem war es karibisch, aber natürlich viel zu teuer. Also, aufgepasst bei schwindligen Anbietern von Ausflugstouren, die einem am Strand das Blaue vom Himmel versprechen. Hier lieber nicht buchen. Und wer das echte Bacardi Island sehen will, sollte vorher genau recherchieren, wo er hin will. Und wo die versprochene Fahrt wirklich enden wird.